Es gibt einige Mythen, wenn es darum geht, was man mit alten WLAN-Routern noch anstellen kann. Die würde ich jetzt in diesem Video Schritt für Schritt alle mal besprechen. Ein paar sind gute Ideen, ein paar sind aber auch schlechte Ideen oder man muss sich halt genau überlegen, was man macht. Schaut auch mal in die Sprungmarken, jeder der Punkte hat natürlich ein eigenes Kapitel gewidmet. Eine der häufigsten Tipps ist, man soll seine alten Router als Access Points benutzen. Vor mir liegen jetzt ein paar alte TP-Link-Router. Die zwei äußeren, die sind schon ziemlich alt, die sind so zwischen 5 und 10 Euro vielleicht noch wert. Das heißt, deren Technologie ist auch schon etwas älter. Wenn ich die jetzt als Access Point benutze, komme ich in der Regel in Konflikt mit meinem bestehenden Router. Als bestehenden Router würde ich einfach mal jetzt für dieses Video Fritzbox sagen. Einfach deshalb, weil das in Deutschland die häufigst verwendetsten Router sind, die am DSL- oder Cable-Anschluss eben laufen. Wenn ich eine moderne und aktuelle Fritzbox habe, kann die zum Beispiel WLAN Mesh. Würde ich jetzt einen alten Router von einem alten Hersteller als Access Point in mein WLAN-Netzwerk mit einbinden, würde ich mir diese Mesh-Technologie einfach komplett torpedieren. Und es ist nicht nur Mesh, was dann Probleme macht. Ich beschreibe einfach mal einen praxisnahen Aufbau. Ihr hättet irgendwo ein Kabel liegen, und daran würdet ihr dann als Access Point einen der alten Router anschließen. Der spannt dann wiederum sein eigenes WLAN auf und die Clients, die jetzt quasi in eurem Haushalt rumlaufen, müssen sich jetzt entscheiden, in welchen Router logge ich mich denn jetzt ein. Und diese Entscheidung kann schief gehen. Also ihr habt dann bestimmt einen Bereich, wo man die WLANs von beiden Netzwerken sieht. Dann steht ihr vor der Entscheidung, nehme ich den gleichen WLAN-Namen für das ganze Netzwerk. Das würde dann aber immer heißen, dass die Verbindung abbricht, bevor sie in den anderen Router wechselt. Und umgekehrt kann es natürlich sein, dass wenn ihr in diesem Zwischenbereich euch bewegt, wo das Gerät sich in beide Netzwerke theoretisch einloggen kann, ist halt nicht sichergestellt, dass es sich in das Beste einwählt. In der Regel wird das Beste euer Hauptrouter, also eure Fritzbox sein. Die hat nämlich in der Regel einfach eine höhere Bandbreite, als wenn ihr euch in so einen Gammel-Router dann einloggen müsstet. Da die alten Router aber die neuen WLAN-Techniken gar nicht unterstützen, fällt es eurem Endgerät am Ende schwer, die richtige Entscheidung zu treffen und wahrscheinlich habt ihr dann eine 50-50-Chance und ihr landet vermutlich im Schlechteren. Und der Wechsel ist auch immer halt mit einem Verbindungsabbruch dann verbunden. Das Einzige, wo ich mir das als Access Point vorstellen kann, wäre wirklich sowas wie, ihr hättet ein Gartenhäuschen und das ist so weit weg von eurem restlichen Haus, dass der WLAN-Router gar nicht dahin reicht, also dass es gar keine Schnittstelle zwischen den beiden WLANs gibt und ihr dann einfach sowieso immer einen Verbindungsabbruch hättet, von daher würde das gar nicht stören. Das könnt ihr dann auch selber ein bisschen beeinflussen, indem ihr zum Beispiel an der WLAN-Sendeleistung ein bisschen dreht. Wenn ihr die kleiner einstellt, ist einfach der Empfangsbereich vom Access Point dann kleiner. Der zweite Punkt ist ähnlich. Oft wird empfohlen, die Teile als Repeater einzusetzen. Und damit habe ich durch die Bank schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn man nicht die gleichen Hersteller verwendet, hat das bei mir nie so richtig geklappt mit dem Repeater-Setup. Ich hatte schon Repeater, die ein eigenes IP-Subnetz aufgemacht haben. Also da gibt es die komischsten Blüten, die das Ganze dann treiben kann. Da gab es früher mal die Technik, ich glaube, die hieß WDS oder sowas, Wireless Distributed irgendwas. Die sollte dann die Kompatibilität erhöhen, aber das hat auch nicht so richtig gegriffen. Also Repeater von verschiedenen Herstellern zu benutzen ist sehr risikoreich. Da würde ich eher dazu raten, einfach WLAN Mesh von einem proprietären Hersteller zu benutzen, wie zum Beispiel halt von AVM natürlich. Zusätzlich zu den Problemen, die halt so ein Repeater-Setup haben, habt ihr alle Probleme, die das Access Point-Setup macht. Ihr müsst euch wieder entscheiden, nehmt ihr den gleichen WLAN-Namen, nehmt ihr einen anderen WLAN-Namen und eure Geräte können sich bei den alten Geräten wieder nicht entscheiden, welches jetzt das bessere WLAN wäre. Also das Repeater-Setup mit alten Geräten kann ich echt in den wenigsten Fällen nur empfehlen. Da fällt mir jetzt auch kein Tipp an, den ich euch an die Hand geben kann, wie man das besser machen kann. Der dritte Punkt, der gefällt mir aber relativ gut. Das sind getrennte Netze. Und zwar habe ich ja hinten so einen blauen Anschluss an diesen TP-Link-Teilen. Und damit ist es eben möglich, getrennte Netze aufzubauen. Das ist aber nur in die eine Richtung getrennt. Das muss man halt immer beachten. Ich könnte mir also zum Beispiel überlegen, ein Gast-WLAN aufzubauen, sodass meine Gäste nicht auf die Geräte zugreifen können, die im anderen Netzwerk sich befinden. Das kann ich dann zum Beispiel auch über eine IP-Konfiguration realisieren, dass die einfach in verschiedenen IP-Subnetzen unterwegs sind. Und solange das ein getrenntes Netz ist, stören die sich halt auch nicht gegenseitig und dann ist die Verwendung auch völlig okay so. Der vierte Punkt, der wird fast nie angesprochen, finde ich aber einen der witzigsten oder einen der hilfreichsten. Denn wenn ich mal zum Beispiel hier meinen TP-Link umdrehe, sehe ich, dass der auf der Rückseite einen USB-Port hat. Und daran kann ich einfach einen Drucker anschließen und den Drucker im Heimnetz zur Verfügung stellen. Und das kann ich sogar dann auf meinem Handy am Ende nutzen. Das finde ich doch eine sehr sinnvolle Geschichte. Da würde ich dann aber empfehlen, einfach das WLAN abzuschalten, allein auch deshalb, um Strom zu sparen.
Das Ganze kann man natürlich auch mit einem Raspberry Pi machen. Der ist aber relativ teuer für so ein einfaches Setup wie so ein Drucker-Server. Und diese alten Router bekommt man schon relativ günstig bei eBay. Oder ihr habt vielleicht auch noch einen zu Hause rumfliegen. Der fünfte Punkt ist ein ähnlicher Punkt, nämlich der File-Share. Diese USB-Ports haben zwei Funktionen in der Regel. Einmal kann ich einen Drucker-Server bereitstellen und das andere wäre einfach Dateien im Netzwerk zu teilen. Das geht über das SMB- oder Samba-Protokoll. Und neben mir steht auch ein Canon-Drucker, der genau dieses Protokoll nutzt, um seine Scans dort abzulegen. Ich kann also einfach einen USB-Stick, eine Festplatte oder sonst irgendeinen USB-Wechseldatenträger da reinstecken und den im Netzwerk freigeben, sodass ich per Handy oder mit auch den ganzen Windows- und Mac-PCs darauf zugreifen kann. Da ist dann noch gesagt, dass bei diesen alten Routern natürlich die Datenübertragung jetzt nicht besonders hoch ist. Also man kann natürlich auch Backups da drauf machen, wenn ich da eine Festplatte dran anschließe. Da hatte ich mal ein separates Video zu, wie das Ganze funktioniert. Das könnte aber ein bisschen schmerzhaft werden, einfach weil die Übertragungsraten da relativ langsam sind. Um jetzt aber sowas zu nutzen, wie einfach nur Scans darauf abzulegen, ist das absolut okay. Man kann natürlich auch so wie so eine Mini-Cloud das nutzen und halt Dateien im Netzwerk damit tauschen. Mein sechster Punkt ist ein VPN. Die Teile, die hier liegen, sind alle OpenWRT-kompatibel. Da könnt ihr mal bei eurem Gerät schauen, ob ihr vielleicht auch so eine Box habt, die OpenWRT-kompatibel ist. Dann könntet ihr zum Beispiel einen VPN-Client oder einen VPN-Server damit betreiben. Wenn ihr einen VPN-Server damit betreibt, das heißt, ihr könnt euch von außen in euer Heimnetz einloggen, solltet ihr wirklich darauf achten, immer aktuelle Software wegen der Sicherheitslücken zu verwenden. Ja, kommen wir zum letzten Punkt und zwar dem Switch. Ganz einfach, WLAN abschalten und das Ding als Switch benutzen. Die Standard-Fritzboxen kommen in der Regel mit 4 oder maximal 5 LAN-Steckplätzen. Wem das zu wenig ist, der kann natürlich so ein Ding nehmen und als Switch benutzen. Da ist aber ein bisschen Vorsicht geboten, wenn ihr so ein altes Teil habt, denn die beiden rechten, die haben nur 100 Mbit. Nur der in der Mitte hat überhaupt einen Gigabit-Anschluss auf den LAN-Ports. Also da nochmal genau in die Spezifikationen schauen, ob ihr euch damit nicht selber ausbremst. Das waren meine 7 Punkte. Wenn ich was vergessen habe oder ihr einen Verbesserungsvorschlag habt, dann bitte sehr gerne in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich selbstverständlich auch immer über ein Abo. Das war ja wieder ein kurzes und knackiges Video mit Sprungmarken, wieder schlecht für die YouTube Watchtime. Deshalb bin ich ein bisschen auf eure Unterstützung angewiesen.